Na komm. Komm. Ach komm, Schatzi. Du komm. Du Mausi. Komm. Ja? Schatz, du, der hat jetzt schon wieder in die Wohnung gemacht. Und jetzt kotzt der gerade. Du, ich hab da keinen Nerv für. Ich hab heute noch ein Meeting, muss los zur Arbeit. Ja, ich komm gleich. Okay, bis dann. Bye. Wohin soll's denn gehen? Ich muss dringend nach Hause. Frau Eberle, das ist das dritte Mal diesen Monat, dass Sie Ihren Arbeitsplatz vorzeitig verlassen. Ja. Ist das etwa wieder wegen Ihres Köters? Ja, es tut mir leid. Das wird Konsequenzen haben, wenn das nochmal vorkommt. Herr Krüger, es ist wirklich ein Notfall. Es tut mir leid. Ach du, ich bin nicht in Stimmung, ja? Ach. Weißt du, ich verliere gerade meinen Job und unserem Hund geht's trotz der hohen Tierarztkosten immer noch nicht besser. Heute waren es schon wieder 400 Euro. Aber es geht ja echt nur noch um den Hund, oder? Wir haben schon fast einen Kleinwagen investiert. Der leidet seit Monaten. Siehst du das denn nicht? Aber nee, dir geht's wieder mal nur um das eine. Und natürlich ums Geld. Oh, boah, echt, ey? Guck mal, Lola. Alles die Frage. Ich will mein Leben zurück. So, als nächstes haben wir Melanie und Markus und die beiden haben eine Frage zu Lunas Juckreiz und Durchfall. Ja, also kurzes Feedback zu Luna. Der Juckreiz ist schon viel besser geworden. Ja, sie kratzt sich nur noch ab und zu. Nachts können wir auch endlich wieder durchschlafen und haben auch endlich wieder Spaß im Leben, ne? Gott sei Dank. Schatzi. Schatz, ich glaube, wir müssen zurück. Der Live-Call geht doch gleich los. Oh, du hast recht. Komm, lass los. Papi. Hi. Hi, grüß dich. Hallo. Hallo. Ich freue mich. Komm rein. Ja, danke. Ihren neuen Hund, die ist ja wie ausgewechselt, nicht wiederzuerkennen. Ja, ne? Mein Gott, wie die glänzt und wie fröhlich die ist. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Der Hammer, gell? Ich bin auch voll begeistert. Ja.